Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Wir sind in Majaos Tempel oder so und machen spaßige Sachen. Hype! Spaßige Sachen sind super. Was gibt's denn hier drin? Wir haben im letzten Part mit dem riesigen Goliath und Mumbo gespielt und diese Tür geöffnet. Gefängnisareal. Okay. Ich denke, ist jemand in Gefangenschaft. Oder etwa nicht? Moment, kann... Alter, wow, ist die Unterwassersteuerung gut, Mann. Alter, was ist passiert? Das wow. Hohoho. Steuert sich viel besser als in Banjo-Kazooie. Das ist super. Wo sind wir denn hier? Kann ich die Felsen kaputt machen? Also wir sind im letzten Part mit der riesigen Goliath-Statue unterwegs gewesen. Nee, kann ich nichts machen. Okay. Zurück. Und haben ein paar Türen eingetreten und so ein Zeug. Was man halt mit der riesigen Goliath-Statue so macht. Kann man auch noch normal schwimmen? Ja, kann man. Das fühlt sich normal an wie früher auch. Oh, Alter. Zucker, diese Steuerung. Zucker. Ja, ich sollte eigentlich nicht so rumrennen. Ich war eben mal kurz in der 10-Minuten-Pause bei meiner Mutter. Die hat so gesagt, ich denk schon, bist du verrückt geworden. So brüllst du da rum, ne? Ich bin so, okay, Mann. Ich fühle mich halt total in die Rollen rein, ne? Davon habt ihr ja keine Ahnung. Müssen sie auch nicht haben, tatsächlich. Hier ist nichts. Nein, zurück in dem Sumpf. Sind gefährliche Sachen. Oh, ein Biber. Ich kann mich hier... Kann mich hier irgendjemand rauslassen? Man kann's probieren, ne? Ich probiere mal hier Schalter drücken. Bam? Ne, bam? Ne, das bringt nicht wirklich was. Moment. Kann ich irgendwie... Bestimmt muss man da irgendwas draufstellen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht so ein Typen. Hallo, mein Freund. Ich glaube nicht, dass wir diese Sprache sprechen. Banjo, bin ich komplett auf deiner Seite mit diesem Verdacht. Ich muss im Übrigen mal sagen, Mann, ich muss in diesem Spiel so viel synchron sprechen. Das ist ein Fest. Majaos Tempel, ja. Weil... Ich komme kaum dazu, irgendwas zum Spielgeschehen gerade zu sagen. Ah, Moment, Flugblätter haben wir gesehen. Die haben wir da vorne freigelegt. Da gibt's auch noch einen Weg nach oben. Und ich denke mal, bei der Luke da drüben in diesem Eingang da wird vermutlich, also da ist noch eine Yam-Yas-Luke. Und ich denke mal, da wird So, Helikopterlandung. Traum. Da wird das an die Kante hängen. Gezeigt werden. Hier war doch ein Jinjo, genau. Ich glaube, ist der. Ist das ein Jinjo? Ja, das ist ein Jinjo, okay. Weil es gab in dem Spiel auch böse Jinjos, nämlich die Minjos. Die verletzten einen, aber das war der erste von, ich glaube, 9 waren es, ne? Stand eben irgendeine Zahl, aber ich weiß sie gerade nicht mehr. Ich glaube, es waren 9. So, ich habe auch das Gefühl, dass wir mit dem Fliegen jetzt da drüben bei dem Tempel irgendwas erreichen können. Sieht mir ganz danach aus, oder? Eine Cheeto-Seite, cool. Cool! Aber sonst eigentlich nichts, oder? Nee. Na gut, okay. Aber wir hätten damit auch noch zu der Honigwabe bei der Kuh gehen können. Oh, Mann. Ich meine, ihr seht da oben dieses Image gerade, ne? Kazooie hat... Ich finde, die sieht da so blöd aus. Die sieht da so blöd auf aus dem Image, ne? Nein, sie sieht ein bisschen derpy aus, aber ist okay. Oh, da ist noch eine Luke. Wusste ich doch, dass an sowas habe ich mich auch noch erinnert, an irgend so eine in so einer Ecke. Okay, also Bazookazoo. Dieser Move macht richtig Spaß. Mit Kazooie als Knarre gibst du jetzt Gas. Z feuert die Eier hoch wie tief. Jetzt werde jetzt ein Dagidans Tempel aktiv. Das ist dann alles. Weggetreten! Du
Okay, ich kann verstehen, was sie meint. So, Tempel. Gehen wir rein? Oh Mann, das regt mich so oft, dass man nicht so oft hintereinander einfach so hoch springen kann, weil man dann einfach einen Rückwärtshalter macht. Das ist ein bisschen blöd. Aber okay. Yeah, jetzt haben wir hier volle Ego-Shooter, yo! Ich glaube, das ist auch ein Multiplayer-Game, ne? Bam, bam. Mach die Tür auf, Mann. Gut, ich sehe, du beherrschst die Kunst der Vogelhaltung. Nun fordere ich dich, sammle die Heiligstatuen und finde den Preis. Okay, ich bin bereit. Davon gibt es auch ein schönes Artwork. Das werde ich hier vermutlich aufs Thumbnail peppen. In Charizans Tempel. Der gute alte Grant Kirkhope, ne, der hat ein Video, wo so kleine Kinder die Musik von Tarizan spielen. Hat er doch tatsächlich einen Kommentar drunter geschrieben. Hat sich bedankt, dass sie so hart dafür gearbeitet haben. Grant Kirkhope ist ein toller Typ. Halt Ausschau nach Türritzen in den Wänden. Stelle dich davor und öffne sie, indem du A drückst. Okay. Auf jeden Fall. Könnt auch mal auf dem, schaut mal auf dem YouTube-Kanal von, Grant Kirkhope vorbei. Alter, ach so, stimmt, Z. Stirb! Ich hab die Katze getötet. Ja. Der macht lustig, der hat zwei Videos, glaube ich, oder? Ja, zwei. Einmal war das eine Ice Bucket Challenge und einmal, also Grant Kirkhope ist im Übrigen der Komponist von dem Spiel hier. Und einmal war es, wo er die Banjo-Kazooie-Titel-Theme auf dem Banjo und einem Kazoo spielt. Mhm. Das sieht mir nach einer ziemlich wichtigen Halle aus. Alter, boah, das ist ein bisschen, die Steuerung ist schon ein bisschen cool, aber na, weiß nicht, ne? Steckst du nicht drin. Da gibt's relativ viel zu holen, aber das ist auch relativ gefährlich, weil da genau dieses Ding ist. Ah. Nein, Rückwärtsgang. Ah, scheiße. Das Rückwärtsgehen ist ein bisschen anstrengend. So, was könnte man noch sagen? Die Musik in dem Spiel ist natürlich auch wieder top, ne? Ich wollte gerade was zum Multiplayer sagen. Und zwar, wenn ich mir irgendwann mal ein... Hier war das, ne? Ja, das ist eine Tür. Wenn ich mir irgendwann mal einen zweiten N64-Controller zulege... Ich hätte vielleicht meinen Onkel fragen sollen. Nicht schlecht, Sterblicher. 10 Statuen gewähren dir Einlass in meine etwas heilige Kammer. Die etwas heilige Kammer, die ist super. Etwas heilig ist immer gut. Ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich sage, ich hätte meinen Onkel fragen sollen. Aber hätte ich echt, dann würde ich vielleicht irgendwann mal was mit Hermann oder Kai oder so machen. Ja. Oh. Das ist ja total hier der Rundkurs. Wow, shit. Ah, sterb. Ich bin der Banjo-Ego-Shooter. Das wäre auch cool, so ein Ego-Shooter mit Banjo. Hier? Wenn ihr mich hört, liebe... Rare-Leute. Ja. Dann macht man Ego-Shooter von Banjo-Kazooie. Das hier reicht mir nicht. Genau, ich wusste doch, dass da noch eine Sache war. Ah, ey, du Arschloch. Hier oben, nee, hier kamen wir schon her, ne? Ja. Brauchen wir eigentlich alle von diesen Schädeln? Ich glaube nicht, ne? Es hat sich ja schon diese Kammer aufgetan. Die etwas heilige Kammer. Na gut, dann war das eigentlich die hier? Ich glaube, das war die hier, ne? Ja. Die ist blau, die kann ja nur etwas heilig sein. Geht's hier lang? Oh, das sind... Ah! Das sind andere Eier. Oh, was sind das für Eier? Das ist ein Aimbot. Nee, nicht ein Aimbot. Das ist ein, wisst Bescheid? Ich setz einfach mit einem Begriff, ich sag jetzt einfach, das ist ein Rattergewehr. Hier ist doch ein Jinjo, oder? Ich habe ihn gehört. Stimmt. Ja, da ist er. Komm her, Jinjo. Das ist cool. Sterbt alle! Werdet alle durch meine PNG-Images sterben! Ich glaube, das sind BMP-Images mit einer Maske.
Mehr Transparentmaske. Ja, ihr wisst nicht, was ich meine. Ich meine, dass die Eier nicht 3D sind, sondern vorgerenderte Bilder einfach nur. Das sind eigentlich nur Platten, die, es sind eigentlich nur Platten, die durch die Gegend fliegen, auf denen halt ein Bild von dem Ei drauf ist. Ja. Toll erklärt, ne? Ja. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das Bild von selbst schon transparent ist. Ich glaube, das ging aber auf dem N64 gar nicht. Oder ob das Bild einfach eine Maske hat. Also, dass da ein Bereich markiert wird, wo der dann einfach transparent gemacht wird im Spiel. Ja, über sowas mache ich mir Gedanken manchmal. So. Ah, etwas heilige Kammer. Oder nicht? Ich weiß es nicht. War hier der Jinjo? Ich glaube. Nee, nicht. Ah, Eingang. Zurück. Boah, das ist. Das ist das reinste Labyrinth hier. Boah. Das ist der Weg, wo wir schon sehr oft waren. Okay, also ich weiß auf jeden Fall, hier muss es irgendwo weitergehen. So, geradeaus sind wir noch nicht gegangen, ne? Nee. Obwohl, das sieht mir relativ bekannt aus. Ey! Arschloch. Noch so ein Schädel. Ja, durch die Tür können wir noch nicht, da brauchen wir vermutlich noch mehr Schädel. Ah! Arschloch, stirb! Ha! Ich hab ihn getötet. Ist das die etwas heilige Kammer? Oder der Ausgang? Die etwas heilige Kammer müsste das sein. Die etwas heilige Kammer, Hype! Tagizans etwas heilige Kammer. Das Puzzle werden wir doch nicht einfach so bekommen, oder? Doch. What? Okay, ist klar. Vielleicht kommt jetzt auch ein Boss, wenn wir rausgehen. Sieht mir nämlich ziemlich bossartig aus. Kann man eigentlich... Nee, man kann nicht aus der Ego-Perspektive raus. Nee, nicht? Okay. Anscheinend war das doch ein echtes Puzzle und man musste nichts tun. Cool. Das ist... Oh, na siehst du mal. Höchst beeindruckend, Sterblicher. 20 Statuen gewähren dir Einlass in meine wirklich heilige Kammer. Oh, Hype. Wirklich heilige Kammer. Ich komme. Ich weiß gar nicht, hier gibt es vermutlich noch mehr von diesen Schädeln, aber ich habe das Gefühl, die sind nicht so wichtig. Oh scheiße, ich glaube, ich habe das Tagezahn ist wirklich heilige Kammer. Schau, Benjo, da ist noch ein Puzzle. Das ist so einfach. Ja, auf die Weise ist das Spiel 0, nicht so zu Ende. Oh Mann, in diesen Cutscenes kann man das nicht vorspielen. Und da ist Tagezahn. Halt ein, Sterblicher. Hast du wirklich gedacht, du verdienst so leicht ein Puzzle? Tagizan, durchgedrehter Totengott. Wow, shit. Ich bin Tagizan, mächtiger Majaus Gott des Zielschießens. Sei bereit für dein falsches Ende. Yeah. Ah, ich kann die Musik nicht. Oh. Ah, ich kann meine Beine nicht mehr fühlen. Schnappt ihn, ihr nutzlosen Kitties! Kitty! 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 Bist du? Kitty! Stirb mal, du Arschloch! Stirb, du Kitty! Bam! Bam! Boah, ich bin ein Timing-Gott, yo! Shit! Und, melde dich zu Wort? Ah, nee. Kitty, Kitty, Kitty! Das war sogar synchron. Vermutlich für euch nicht, aber für mich schon. Genau das Lied hier haben die kleinen Kinder gespielt, wo Grant runter kommentiert hat. Eins. Ach, der schießt Pfeile. Na gut, ist mir doch egal. Alter. Arschloch. Bam. Kitty, 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 Kitty. Kitty, 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 Kitty. Und Kitty, 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 Kitty. Alle tot. Nahaha. Super. So. Na. Alter. Die schießen Pfeile nach mir. So, solche Ärsche. Das ist halt auch mit der Steuerung ein bisschen blöd. Ah.
Alter! Mann! Scheiße! Game over! Nein! Was? Scheiße! Oh Gott, nicht Game Over. Hasenfüßiger Sterblicher, komm zurück und fordere mich, wenn du den Preis haben möchtest. Scheiße! Wir sind Game Over gegangen. Na gut, gestorben, aber... Wow! Mano! Egal, wir kommen zurück, Tagi-Zahn. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ich weiß halt, die Steuerung, das ist so ein bisschen blöd. Ich habe einen Stick und muss damit, wenn ich nach rechts und nach links lenke, dann geht... Nee, man dreht sich dann nur in die Richtung. Und wenn man nach vor und zurück geht, dann... Ja, geht man vor und zurück. Aber das ist total merkwürdig, die Steuerung. Wieso hat man das nicht noch im C-Stick gemacht? Oder dem Steuerkreuz? Wofür braucht man das eigentlich? Das braucht man eigentlich in keinem Spiel, oder? Also das Steuerkreuz war am N64. Ich habe das noch nie benutzt. Wo war denn die wirklich heilige Kammer nochmal? Was? Ach so. Ja, komm, lass mich weiter. Ah, Tür. Tür. So, war hier irgendwo die wirklich heilige Kammer? Wirklich heilige Kammer? Wo bist du? Mann, schon im... Ich glaube, das ist der fünfte Part, oder? Fünfte Part Game Over gegangen, Mann. Banjo-Tooie, Alter. Das ist ja mal ein krasses Spiel, hm? Ist gar nicht dass ich, so, dass ich schlecht bin oder so. Macht aber irgendwie trotzdem immer noch Spaß. Das ist super. Spiele nicht frustrierend werden. Ich bin immer noch Tagi-Zahn, wichtiger Meier. Ja, aus Gott der Zielschein. Das haben wir nicht vergessen. Gut, dann sei noch einmal bereit für dein Ende. Okay. Ja, ich bin immer noch Tagi-Zahn, hi. Das haben wir nicht vergessen, Mann. Das war ein bisschen super. Und wir mussten dem nur noch ein Leben abziehen. Ja, ich kann meine Beine nicht mehr füllen. Ja, ich weiß Bescheid. Weil da unten rechts steht ja die Leben, ne? Du musst die nur noch eins abziehen, habe ich gesehen. Also zumindest stand da so eine herausfordernde Eins. Aus der ich interpretiert habe, dass wir ihn noch einmal treffen müssen. Ja. Gibt's ja nicht, ne? Doch, gibt's tatsächlich. Ja, dreht die sich. Ah, willst du dich? Da geht's an. Ein Typ, der immer noch Tagi-Zahn ist. Ah. Wow, das war ja mal cool ausgewichen. Ich hab voll die Skills, yo. Ah, scheiße. So, hallo, mein Freund. Stirb. Haben wir noch ein Freundchen? Ah, da bist du. So, drehst du dich wieder? Ja. Mächtiger totem Gott der Zielscheiben. Ah! Scheiße! Nein! Und ich fahre hoch, So. Scheiße! Alter! Alter, das ist voll krass hier. Scheiße, Mann! Werde sterben schon wieder! Okay. Noch eine Honigwabe, bitte. Da vorne ist noch eine, okay. Nein. Alter, scheiße. So, komm und nochmal. Alter. Komm nochmal. So, bam. Tot, oder? Ah, gib mir Leben. Dankeschön. Und du bitte auch. Stimmt, in Banjo-Kazooie gab es voll wenige Bosse, ne? Mal schauen, ob es in dem Spiel hier anders ist. Bei Project Ukulele wird es aber an jedem Levelende einen Boss geben. Ah, was? Ach, der Arsch. Arschloch! Komm her! So. Jetzt, Tagi-Zahn, bitte sehr. Nein! Du hast mich besiegt! Bekomme nun meine heilige Selbstzerstörung zu spüren. Ah. Nein, wow. Okay. Ich hab sie nicht zu spüren bekommen, du Arschloch. Bam. Sie haben die Fanfare ein bisschen verändert. Das ist ein bisschen schade. Na gut, egal. Egal, Mann. Es gibt doch bestimmt einen Hinterausgang, oder?
Nein, gibt's nicht. Alter, soll ich den ganzen Weg zurücklaufen? Das können sie doch noch nicht von mir erwarten. Das tut doch total den Spielfluss. Aufhalten. Spürt ihr es? Wie der Spielfluss aufgehalten wird? Spürt es, oder? Ja, ich spüre das, Mann! Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich in meinem Banjo-Kazooie-Let's Play... Ich glaube, ich bin nur... Bin ich nur einmal gestorben? Nee. In der Rusty Bucket Bay. In der Rusty Bucket Bay bin ich doch bestimmt auch gestorben, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das erste Mal in Gobby's Valley gestorben bin. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ein bisschen aber nur. Wo komme ich denn jetzt zurück wieder? Nee, da ging es weiter. Hier unten irgendwo. Hier unten irgendwo sollte der Ausgang sein. Und das da vorne sind diese Zeiteier. So. Ich glaube, hier rechts müsste der Ausgang irgendwo sein, ne? Ach, das ist nicht ab... Ah. Ey, du Arschloch! Ich tu dich abballern. Oh Gott, wo komme ich hier wieder raus? Nein, falsch... Oh Mann. Oh, wie komme ich hier wieder raus, Mann? Was mit... Nee. What the... Figgity fuck. Sieht mir nach dem Ausgang aus. Rückwärtsgang. Oh. Doch kein Rückwärtsgang. Okay, dann wohl doch da. Oder? Ja, stimmt. Das geht ja in die Vorhalle und in der Vorhalle, da geht's erst dann raus danach. Ist ja ganz klar. So. Oh Mann, meine Hände schwitzen. Das ist... So eine Sniper Ryan Banjo-Tooie, das ist... Das überlebt man nicht so einfach, ne? Das ist schon ein bisschen hardcore. So. Jetzt habe ich aber den roten Faden hier in der Overworld total verloren. Ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen. Oh shit! Jinjo. Nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Overwelt. Jinjo! Schon der zweite. Der roten Familie. Coole Sache, Mann. So. Ich möchte das Klettern erlernen, mein Lieber. Yam-Yas. Ich weiß, ich sollte den Part jetzt vermutlich eigentlich beenden, aber das möchte ich noch machen. Dann gehen wir nochmal kurz zur Kuh. Aber erst die Katze töten. Wow. Es geht viel schneller, diese Move hier zu beenden. Ich meine, ich kann fast gleich wieder loslaufen. Coole Sache. Griffelgriff. Hör gut zu! Sonst daran wird's mangeln an Vorspringen. Du jetzt kannst hangeln. Bewege dich einfach immer weiter. Mit B attackierst du dann ganz heiter. Gute Sache. Das ist dann alles. Weggetreten. Wow, dieser PNG Filter Texture Shit, man, krass. So, rüberhangeln. A completely new move, man. Moment, da hatten wir die Platte schon aktiviert? Nee, ne? Nee. Dann aktivieren wir die mal kurz. So. Dann gehen wir mal hier drauf. Und gehen zu... Formumus-Schädel. Ich glaube, das ist ein relativ guter Ausgangspunkt, oder? Aber so groß ist die Welt auch nicht, also... Ich verstehe, dass sie ein bisschen flüssigeres Gameplay machen wollten, aber da hätten sie einfach mal auf die Framerate aufpassen müssen, Mann. Ich habe hier nicht durchgehend 30 FPS. Das mindert doch total die Qualität meines hochwertigen Qualitativ-Wert-Videos. Mann! So, roter bitte. Und der Honigwabe, bam! Die... Na doch. Eine extra Honigfarbe! Nee. Die ist eine leere Honigfarbe, mein Lieber. Ja, sich widerspricht. Oh, das. Wow, haben wir die Skills, Mann! Wir haben echt die Skills. Das gesehen. Ja. Das war's dann so viel zu dem Part, glaube ich, oder? Kann man hier noch irgendwas machen? Ich meine eigentlich, dass man den riesen Goliath da unten irgendwie noch reinstellen konnte. Dass der dann da einfach so am Existieren war. Aber
Sicher bin ich mir doch auch nicht, ne? Wir gehen jetzt klettern hier nochmal hoch, aber dann beende ich den Part wirklich. Das Hangeln ist aber... Hm? Sieht spannend aus. So. Hoch da. Und dann noch die... Ich wollte gerade sagen 2D-Ranke hoch, aber das ist eine 3D-Ranke. Sah gerade nur so aus. Verzeihung, meine liebe Ranke. Verzeihung. Oh nee. Ich hab mir schon gedacht, dass es einfach nur hier hinführt. So, meine Friends. Dann war's das für den Part, oder? Können wir noch ein Puzzle... Wir gehen mal hier rein und bleiben jetzt einfach hier stehen, würde ich sagen, oder? Ja. Ja. Okay, dann. Bis zum nächsten Part. Und tschüss.